Hallo und guten Morgen zum zweiten Teil des Videos Englisch lernen in 4 Wochen. Also der zweite Teil des Kurses. Ich hoffe, ihr habt euer Ankergetränk wieder griffbereit. Es ist noch früh am Morgen, das ist eine gute Uhrzeit, um mit einem Ankergetränk zu starten. Gut, lasst uns mal überlegen, wo ihr aktuell stehen solltet, wenn ihr den Anweisungen des ersten Videos gefolgt seid. Dann habt ihr euren Sprachkurs einmal komplett durchgearbeitet. Lektion für Lektion habt euch die englischen Texte angehört, dann den englischen Text laut vorgelesen oder durchgelesen und alle Wörter markiert, die ihr versteht. So seid ihr alle Kapitel durchgegangen bis zum Ende eures Buches. Außerdem habt ihr im hinteren Glossar beim Vokabelverzeichnis die internationalen Wörter markiert, die ihr auf Anhieb versteht. Und ihr habt bislang die Grammatik und die ganzen Übungen des Buches ignoriert. In dem Video jetzt werde ich dir erklären, wie du weiter vorankommen kannst und wie du den kleinen Prinzen, den du dir hoffentlich auch schon geholt hast, ab sofort fast auswendig lernen wirst und so deine englische Sprache optimierst. Ich mache hier keinen Unterschied zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen. Die Fortgeschrittenen machen einfach ein bisschen fortgeschrittenere Übungen. Das heißt, wenn du kein Anfänger mehr bist, sondern dich auf Business-Englisch konzentrieren möchtest, dann nimmst du einfach andere Kursunterlagen, andere Bücher. Okay, also, du hast dein Ankergetränk. Und wenn du das gemacht hast, was ich dir im letzten Video erklärt habe, dann sollten jetzt Sätze für dich möglich sein wie I am in the hotel, you are in the restaurant, we are at the bar, I have a meeting, I had a meeting, I am at the airport, I was at the airport und so weiter. Und jetzt geht es darum, die Sätze, die du bislang bilden konntest, zu vergrößern. Also ein bisschen umfangreichere Sätze zu bilden. Und das, ohne die unregelmäßigen Verben an dieser Stelle lernen zu müssen. Und das funktioniert, indem du dir die Modalverben zunutze machst. Modalverben sind die Verben ich kann, ich darf, ich soll, ich muss, ich möchte oder ich will. Such dir also jetzt aus deinem Englischkurs die entsprechenden Übersetzungen für ich kann, ich darf, ich muss, ich soll, ich will heraus. Denn nach den Modalverben wird immer das Verb im Infinitiv gesetzt. Also zum Beispiel, ich kann laufen, ich muss singen, ich möchte fahren, ich darf sprechen. Das ist immer der Infinitiv nach einem Modalverb. Sodass du dir im Grunde nur 5 Verben merken musst, um anschließend sämtliche Verben in die Sätze integrieren zu können. Das ist also der nächste Schritt, die Modalverben herauszufischen. Und gehe dann deine Grammatikübungen und die anderen Übungen in deinem Englischkurs durch und such dir raus, auf welche Übungen du Lust hast. Es sind ja sicherlich beim Durchlesen der Texte Fragen aufgetaucht. Zum Beispiel, warum wird manchmal ein Apostroph S irgendwo dran gehängt oder ähnliches? Oder warum sagt man manchmal the und manchmal the? Warum steht da manchmal a und manchmal an? Zum Beispiel a bar, aber an advocate oder an architect. Ja, und hol dir die Grammatikinformationen aus deinen Kursunterlagen, auf die du Lust hast, die dich interessieren. Denn dann hast du einen ganz anderen Aufmerksamkeitsfokus. Das heißt, wenn du jetzt das Buch das zweite Mal durchgehst, liest die Texte wieder laut, ganz klar. Und ansonsten sorge dafür, dass du nur die Grammatik einforderst, auf die du auch wirklich Lust hast. Und die Grammatik, die dir vor allem Spaß macht. Das sind zum Beispiel Fragen stellen können, Nebensätze bilden. Wie kann ich eine Frage formulieren, wenn ich kein Fragewort habe? Und wie formuliere ich Nebensätze? Also zum Beispiel mit weil oder mit damit oder mit das und so weiter. Genau. Und wenn du an die Vokabeln kommst, trainiere die Vokabeln, die dir auf Anhieb leicht fallen.
Also das werden Wörter sein wie zum Beispiel Dog oder Cat, Tiere, weil du vielleicht einen Hund oder eine Katze zu Hause hast. Oder Apple, weil du einen Apple-Computer hast. Oder vielleicht auch Autos wie Car, weil du den Film Cars und lass im Hintergrund wieder die ganze Zeit englische Texte laufen. Okay? So, und wenn dir das noch zu wenig ist, bis zum nächsten Video, dann schnapp dir den kleinen Prinz und lies jeden Tag eine Stunde laut im kleinen Prinzen. Dabei ist es für jetzt erstmal unerheblich, ob du alles verstehst. Wenn du den Text verstehen möchtest, hast du ja auch noch die deutsche Version dazu. Ja? Und im weiteren Verlauf unseres Projektes 12 Sprachen in 12 Monaten wirst du noch ganz andere Ausgaben des kleinen Prinzes in die Hände bekommen. Also, vergleiche einfach die Texte miteinander und lies den englischen Text des kleinen Prinzen. Es ist in diesem Buch, in diesem kleinen Büchlein hier, befindet sich ein Vokabular von 2400 unterschiedlichen Wörtern. Und wenn du dieses Büchlein gemeistert hast in diesen 4 Wochen, dann wirst du ein sehr elegantes Englisch sprechen. Also, in diesem Sinne, weiter geht's und bis zum nächsten Video.